draußen. Fridolin hat eine Brille, guck mal. Das ist ein Monokel. Ja, stimmt, hat nur auf einer Seite. Genau. So, herzlich willkommen bei der Silver RC. Wir machen heute den Rampentest, weil wie ihr hinten seht, haben wir da die... Magst du mal ein bisschen ranzoomen? Nee, gerade nicht so. Haben wir da die Redpack-Rampen und ich habe auch meine Drohne da oben positioniert. Das ist die Drohne. Das heißt, ich kann euch unten im Videoausschnitt immer schön zeigen, wie die Rampen so am Arbeiten sind in Vollzeitlupe und so. Warum fahre ich beide Autos? Weil ich es kann? Nein, weil ich einen Azubi habe, der fährt die Fridolina. Ich fahre den X-Max. Fridolina hat auch neue Augen. Also lass sie bitte heile. Ja, das wird ultimativ. Ich habe auch einen Rescue-Strap dabei. Besser haben als brauchen und so, ne? Na toll, hat der schon super angefangen. Ging ein bisschen besser, aber ich dachte, ich ruhig mal. So, wir gehen mal ein bisschen dichter. Ich glaube, das ist ein bisschen spannender. Was hat er denn? Jetzt hat er seine Drohne gewunken. Ich weiß ja auch nicht. Aber gut. Mick, der ist nicht zum Schieben. Das wollte ich doch machen. Ja, selber schuld. Mick ist gemein. Ja. Jetzt guckt er da. Wie die Kuh, wenn's donnert. Hast du Kamera noch an? Ja, selbstverständlich. Wir wollten einen Naturkanal machen. Na toll. Also, mir ist ein Motorstecker rausgerutscht und der Flo drückt den mal rein. Und zwar der hier ist raus. Guck mal, ob du da dran kommst. Das ist ein bisschen eng alles. Aber eng ist gut. Ja, aber wenn ihr die Finger da habt, sehen wir gar nichts. Genau. Der hier ist raus. Ja, der war raus. Ich habe den jetzt da drauf gesetzt, aber ich kriege ihn nicht weiter rein. Dann hätten wir mal die Spitzzange mitnehmen sollen von da hinten. So viele Finger. Ja. Drin? Ja. Super. Ich kriege ihn rein. So, und wo wir gerade hier sind, Alter, können wir auch einmal mal zeigen, was passiert, wenn wir die Lüfter anschließen. Dann ist nämlich wirklich richtig Party hier. Der macht das... Alter. Wie viel Lärm wie die Drohne da? Noch mehr. Ja, wir haben es alle gehört. Ja, Motorkabel. Oh, ehrlich. So machen wir die Thumbnails. Genau. Genau, ihr müsst die Rampen noch mal hinstellen, weil irgendwie sind die... Oh ja, guck mal, die hat schon gute Spuren. Ja. Sieht gut aus. Ich mag die Farbe wohl. Das Logo. Wisst ihr, was besser ist, wenn man ein Auto fährt? Wenn man es fährt? Nee. Wenn man es anmacht? Oh, was kannst du eigentlich? Wir sagen da jetzt einfach nichts zu. Wir lassen das einfach so stehen. Das war daneben. Staubt ganz schön, muss ich sagen.
also wir stehen hier echt im Stau. Das ist nicht so schön. Ja, und ihr meint, da staubt hier weniger, oder was? Also was man definitiv zu brauchen scheint. Man muss die Rampen festmachen. Ja, definitiv. Zumindest auch Sand. Die Gras ging es ja letzte Woche sehr, sehr gut. Gut, der Sand ist jetzt hier schon wieder relativ trocken. Relativ ist gut. Gut fürs Fahren, aber schlecht, um die Rampen festzumachen. Ja, ja, ja. Oh, die Berge, Meier. Dass ich den X-Max dieses Jahr fahre. Daneben? Also Mick trifft die Rampe heute nicht. Ja, das war auch nix. Das. So, ich muss jetzt mal schnell die Position wechseln, weil ich staube hier richtig ein. Schon sind die Rampen wieder verschoben. Aber gut. Müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen festmachen dann. Jetzt liegen sie beide auf dem Rücken. Klasse. Habt ihr gesehen, wie schön Fridolina ihr Haar geschwungen ist beim Umdrehen? Schieb mal die Rampen wieder weg, weil sonst weil sonst wird das hier nicht auch noch ganz schön gehen. Ich stehe jetzt direkt unter der Drohne. Vielleicht habe ich eine neue Frisur. Hat ja super was gebracht. Jetzt stehen sie nämlich wieder schief. Micky fährt jetzt ohne Dach. Er kann es heute nicht. Er kann es heute echt nicht. Er ist halt echt so doof. Wenigstens auf den Azubis verlass.
So, Micky macht den Deckel wieder drauf. Wir haben kurz eine Pause gemacht. Drohne steht jetzt über, habt ihr ja gehört, als ich die Rampen verschoben habe. Also er versucht die Rampen zu schieben, aber ich weiß nicht, was das soll. So geht's auch. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig drauf. Aber komm, das sah geil aus. Ja. Ja, ein bisschen mehr Leistung, als ich das in Erinnerung habe. Ja. Wieder ist die Karo ab. Ich verstehe ja nicht, warum man immer übereinander wegfahren muss, aber gut. Auf jeden Fall. Kein Kommentar, ey. Kein Kommentar. So, ich habe gerade mal kurz Pause gemacht, weil ich glaube, wir müssen die Rampen ein bisschen verschieben wegen der Drohne. Und jetzt hat Nick Feierabend. Was hat er denn? Ja, hier, guck mal. Es eiert. So. Mach mal normal, ich habe aufs falsche Rad geguckt. Ja. Warum hat Nick Feierabend? Weil es eiert. Ich hab das jetzt mal los, oder nicht? Ja, dreh mal. Mach, geh mal. Ja? Guck mal, ein Mitnehmer. Fuck. Mitnehmer ist rund. Trotzdem Feierabend dann. Ja. Aber jetzt kann ich euch mal zeigen, wie man sowas repariert. Das geht auch. Ja. Ribolina macht jetzt weiter, bis der Akku leer ist. Micky fliegt jetzt die Drohne weiter. Ich hoffe, er fliegt mir nicht um. Macht er ganz gut. Ich glaube, er fährt Fridolina das erste Mal. Ich glaube, dafür macht er das ganz gut. Wie ich das beurteilen kann. So. Akku leer? Es macht Spaß. Ja, Ende. So, ganz Ende. Akku leer. Ja, leider ist der Akku ganz leer. Dein Fazit zu dem Auto? Es macht mega Spaß. Hallo! Und wer winkt mir? Wie bitte? Und mir winkst du nicht, oder was? Hallo!
komme ich ins Fernsehen? Ah, das ist ja nur abgeguckt. Das ist nur abgeguckt. Hat er auch unten Kamera? Jetzt hat er gerade gefragt, ob er auch unten Kamera hat. Ja, wollen wir gar nicht wissen. So, jetzt habe ich mal ganz kurz die Kamera übernommen. Man sieht hier an den Rampen sehr, sehr viele Spuren von den Autos. Vermutlich größtenteils von Fridolina, wobei diese hier definitiv vom X-Max kommen, weil der hat diese Dinger unten am Bumper. Aber auch von der Bashbar natürlich. Ganz normal. Kannst auch nichts dran ändern. Die schleifen halt immer beim Einschlag, aber das sollen sie auch. Aber sie sind nicht kaputt. Der Nachteil ist, dass sie sehr viel rutschen. Meiner Meinung nach auch mehr als die, die wir sonst hatten. Da wollen wir gleich mal gucken, wie wir das beheben können. Auf Dauer haben wir da eine Lösung für, aber die hilft uns jetzt halt gerade nicht. Ich übergebe mich wieder an meine Frau. Ciao, ciao! Oh mein Gott.